Nächste Instanz ist Sanctum Sanctorum. Und das ist sozusagen auch der allerletzte Boss, die allerletzte Karte, um auch die Storyline zu beenden. Und der Boss hat so ziemlich richtig. So, wenn ihr den wirklich alleine versucht, habt ein ziemlich gutes Gear. Und irgendwie was euch ziemlich lange am Leben hält. Tränke am besten. So, nachdem ihr ihn das erste Mal gekillt habt, verschwindet er. Und ihr müsst jetzt sozusagen 3 Splitter zerstören. Hier auf der rechten Seite findet ihr den ersten Schatz, bei den Spot des ersten Schatzes. Den könnt ihr euch natürlich auch jetzt hier holen. Aber bevor ihr sozusagen den Äther zerstören könnt, müsst ihr erstmal die Äther-Schützer, Guardians finden. Und dann killt ihr. Wow! So. Ihr könnt allerdings dann auch nicht alle Splitter zerstört, sondern Schaden auf ihn macht. Also seid wirklich gezwungen. Ist so wie in, ich weiß nicht wie die Instanz heißt. Wo ihr sozusagen den Boss die ganze Zeit killen konntet, der dann respawned ist. In so eine feurige Instanz heißt, glaube ich. So, auch schon der zweite Splitter. Da wo die Kollegen jetzt hier vorne stehen, da befindet sich auch der Spot für den nächsten Schatz, und zwar hier. Könnt ihr auf dem Weg dann mitnehmen. So, zeig euch jetzt. Den dritten Spot. Der dritte Spot befindet sich hier. So. So, nachdem ihr die 3 Splitter gekillt habt, könnt ihr den Boss wieder angreifen. Den Dingern solltet ihr ausweichen, weil den Debuff bekommen mit 50% mehr Schaden. Und instant diese Splitter hier stören.
und einen Lightning Gun ab. Ziemlich. Und ja, auch aus der Distanz. Ich muss Schaden machen. Ich würde sagen, Kugeln aufladen und dann. Storyline-technisch seid ihr jetzt durch. Und dann sind wir auch schon durch mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Checkt die zwei Links in der Beschreibung ab. Der erste Link ist vergünstigt Victor Branky für 5 Euro. Der zweite ist das Screen Package mit allen Screenshots der Maps, inklusive Beschriftungen. Champions, Schätze und Geheimnisse und Berufe. Kommentiert, liked das Video, abonniert mich und genug gesagt. Bis dann.